Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Qualin-Video. Nachdem ich in den letzten Videos gezeigt habe, wie ich meine Applikation für RESTful Web Services anlege, geht es jetzt daran, einen ersten Service zu realisieren. Allerdings, bevor ich den eigentlichen Service schreiben kann, muss ich mir ein paar Gedanken machen, wie ich denn die Daten verwalte, lese. Sehen hier in der Grafik sind doch so einige Komponenten betroffen. Wir wollen uns das Schritt für Schritt gemeinsam anschauen. Die Daten meiner Bücher und Verlage, also Book- und Publisher-Objekte, speichere ich in Dateien in Form von JSON-Strukturen. In dieser Abbildung sehen Sie die beiden Dateien links mit den JSON-Daten für meine Bücher und auf der rechten Seite die entsprechenden Daten für die Verlage. Beide Dateien werden bewusst außerhalb der Projektstruktur gespeichert. Würde ich die Daten zusammen mit dem Source Code speichern, würde ich jedes Mal, wenn ich das Projekt neu ausführe, ich all meine Daten überschreiben und das ist natürlich definitiv nicht gewollt. Damit meine Applikation weiß, wo die Daten zu finden sind, gebe ich die beiden Pfade hier in einer Properties-Datei an. Der Vorteil einer Properties-Datei ist, dass ich eben solche festen Pfade, später zum Beispiel auch Server, Benutzer und Passwörter für Datenbankzugriffe, nicht als Teil des Source Codes speichern müsste, was einerseits bei Änderungen ein Problem ist, andererseits auch ein Sicherheitsrisiko darstellt. Stellen Sie sich mal vor, dass Sie Ihr Projekt auf GitHub publizieren und dort wären Server, Benutzername, Passwort Ihrer Datenbank drin. Das will natürlich niemand. Das Properties-File an sich ist recht simpel aufgebaut. Ich habe ein paar Kommentarzeile, die sind mit dem Hashtag am Anfang markiert und danach folgen die einzelnen Properties oder Eigenschaften. Ich habe immer zunächst den Schlüsselbegriff oder Key und nach dem Gleichheitszeichen den entsprechenden Wert. Wenn ich also eine entsprechende Property suche, werde ich mittels Schlüssel hier in dieser Liste suchen, welches ist der passende Wert. Um die Properties-Datei zu lesen, erweitere ich meine Config-Klasse. Sie sehen hier zunächst mal habe ich den Pfad zu meiner Properties-Datei als Konstante festgelegt und ich habe auch eine Collection von Properties. Das ist eine spezielle Klasse, um eben solche Properties entsprechend zu speichern, abzurufen. Die Methode getProperty wird aufgerufen mit dem Schlüsselbegriff, also zum Beispiel book.json. Falls die Properties noch leer sind, werden sie erstellt und das File gelesen. Anschließend suche ich die passende Property mit dem gewünschten Schlüssel und gebe entweder diesen Wert zurück oder, falls ich nichts finde, einfach einen leeren String. Die letzte Methode, readProperties, da werden einfach die Daten aus dem File gelesen. Sie sehen, das ist keine große Geschichte. Ich kann jetzt also überall dort, wo ich den Wert einer dieser Properties brauche, einfach die getProperty-Methode aufrufen und kriege den entsprechenden Wert. Um die Daten aus den beiden JSON-Files zu lesen, erstelle ich eine neue Klasse DataHandler, deren Aufgabe ist es, die Daten zu lesen und in einem späteren Schritt dann auch zu schreiben. Für die Umwandlung der JSON-Daten in Java-Objekte benutze ich eine Library, diese JacksonDataBind. Sie sehen hier die entsprechende Dependency, die ich im POM-XML eingetragen habe, damit mir Maven die nötigen Klassen liest und beim Kompilieren berücksichtigt. Die DataHandler-Klasse setze ich als Singleton um. Es soll also egal, wer das braucht, wie oft es gebraucht wird, immer nur ein einziges Objekt dieser Klasse erstellt sein. Deshalb habe ich hier diesen Private Static Data Handler Instance. Das ist ein Verweis auf das einzige Objekt von Data Handler, das es gibt.
Sie sehen auch, der Konstruktor ist private. Damit verhindere ich, dass andere Objekte einfach den Data Handler instanzieren können. Und ich habe diese Public Methode getInstance. Über diese kann nun irgendein anderes Objekt bzw. eine andere Methode meinen Singleton abrufen. Die Data Handler Klasse hat außerdem zwei Listen, eine Liste von Büchern, die Booklist, und eine Liste von Verlagen, Publisher List. Und wie Sie im Konstruktor sehen, wird direkt, wenn das Objekt erstellt wird, die Publisher List initialisiert. Ich rufe dann die Methode auf, um die Publisher zu lesen. Das gleiche mit der Booklist, auch hier zunächst wird sie initialisiert. Anschließend werden die JSON-Daten gelesen und abgefüllt. Weil ich diese Jackson Data Bind Dependency in Maven eingefügt habe, ist das effektive Lesen der JSON-Daten, das Erstellen der Java-Objekte sehr, sehr einfach. Sie sehen es hier am Beispiel von Readbook. Als erstes hole ich mir aus der Property-Datei den Pfad meiner JSON-Datei mit den Büchern. Anschließend mit files.readAllBytes lese ich sämtliche Bytes aus diesem File. Mit Hilfe des Object Mappers werden nun aus diesen Daten Book-Objekte erstellt. Object Mapper erstellt mir ein Array. Das finde ich für die Weiterverarbeitung nicht optimal, weshalb ich dann in eine Iteration durch dieses Array gehe und meine Booklist mit den entsprechenden Büchern befülle. Read Publisher ist genau das gleiche. Auch dort zunächst den Pfad holen, die Bytes lesen und mit Hilfe des Object Mappers umfüllen. Zuletzt habe ich im Data Handler auch zwei Methoden schon eingefügt. Die erste Read All Books. Damit kann ich mir eine Liste aller Bücher lesen lassen und sehen, das ist einfach die Booklist, die da zurückgegeben wird. Die zweite Methode, ReadBook by UUID, erwartet eine BookUUID als Argument. Hier erfolgt nun eine Iteration durch die Booklist. Und sofern ich ein Buch finde mit dieser BookUUID, wird dieses Buch dann entsprechend als Return-Wert zurückgegeben. Auch für den Publisher habe ich die beiden gleichen Methoden bereits vorbereitet, das heißt eine Methode, um alle Publisher-Objekte zu lesen, eine Methode, um ein bestimmtes Publisher-Objekt anhand der UUID zu lesen. Eine letzte Anpassung im Rahmen der Vorbereitung erfolgt in der Book-Klasse. Jedes Book enthält ja ein Objekt der Klasse Publisher. Die Publisher-Klasse wiederum hat eine Liste von Büchern und jedes dieser Bücher hat auch wieder einen Publisher, der eine Liste von Büchern hat. Wenn ich also versuchen würde, diese Struktur in eine Datei zu speichern, kriege ich hier so eine endlose Rekursion, das immer wie Buch, Publisher, Buch, Publisher, Buch, Publisher. Das muss ich nun durch eine kleine Anpassung im Book-Objekt unterbinden. Zunächst mal schreibe ich vor dem Publisher-Attribut diese Annotation JSON Ignore. Damit teile ich den Jackson Data Bind, der fürs Lesen und Schreiben meiner JSON-Files verantwortlich ist, mit. Er soll dieses Attribut nicht berücksichtigen. Damit ich aber trotzdem die Verbindung vom Buch zum Publisher habe, erstelle ich einen Getter für die Publisher UUID. Sie sehen, der holt sich einfach aus dem Publisher-Objekt die UUID und auch einen entsprechenden Setter. Dort wird ein Publisher-Objekt erzeugt, allerdings ohne die Bücherliste. Das heißt, im Endeffekt habe ich mit Hilfe dieser Methoden zwar das Publisher-Objekt, ich verhindere aber diese endlose Rekursion zwischen Book und Publisher. Damit sind nun all meine Vorbereitungen zum Lesen der Files abgeschlossen. Ich habe die beiden JSON-Files erstellt. Ich habe eine Properties-Datei, wo die Pfade zu diesen beiden Dateien stehen. Ich habe die Config-Klasse so erweitert, dass sie die Properties-Datei liest. Ich habe die Data-Handler-Klasse geschrieben.
welche die Dateien liest, entsprechend auch Methoden bietet, um eben Bücher oder eine Liste von Büchern, beziehungsweise dasselbe auch für den Verlag zu machen. Und ich habe die Book Model Klasse so angepasst, dass ich eben keine endlose Schleife mit Book und Publisher erhalte. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir unsere Services planen und umsetzen und werden dabei natürlich auf die entsprechenden neuen Klassen und Methoden zugreifen. Bis dann, alles Gute, Ihr Gualin.